Also jetzt bei mir Katja Langkeit vom BSV. Glückwunsch erstmal zum Sieg, das war ja doch hart erkämpft. Ja, also ich glaube, wir wussten alle, dass es ziemlich hart wird. Göppingen deckt ziemlich hart, also ich glaube, wir mussten ziemlich viel einstecken, haben dafür nur 2 7 Meter bekommen, was ziemlich fragwürdig ist, muss ich sagen. Aber ja gut, wir haben jetzt gewonnen mit 4 Toren. Hätte irgendwie höher ausfallen können, weil ich glaube, wir haben kurz nach der ersten Halbzeit haben wir mit 4 geführt und habe schon gedacht, okay, jetzt haben wir das vielleicht im Sack, aber dann sind die nochmal rangekommen auf Unentschieden. Aber im Moment zeigen wir Charakter und können uns nochmal zurückkämpfen. Was für ein letzter Treffer, da müssen wir einfach drauf eingehen, vor allen Dingen, weil vorher die Anweisung von Dirk Leun kam an Jana Stapelfeld. Also das war geplant. Nee, das ist ganz spontan entstanden. Nee, ja, ich glaube, deshalb habe ich jetzt hier auch so ein Grinsen auf den Lippen. Das hat echt super gepasst. Also Dirk hat angesagt und wir trainieren das im Training auch. Und hat gut geklappt, würde ich sagen. Ja, das kann man mal machen als letzten Treffer. Wir kommen nochmal auf den Mittwoch. Also bis jetzt ist ja nur Halbzeit, das heißt im Rückspiel. Was erwartet ihr da? Ja, ich glaube, es wird genau wieder so ein enges Spiel wie hier auch. Krieg ist ja unangenehm. Wir tun uns irgendwie ganz schwer gegen die. Also gegessen ist noch gar nichts. Es geht wieder von null los. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Wunderbar. Also Glückwunsch erstmal zum Sieg. Schöner Treffer und erstmal gute Heimfahrt noch. Gerne.